Hallo YouTube, hallo Internet und willkommen bei Alice15 zum Making-of oder besser wäre fast schon Let's Test. Denn wir sind hier auf der Two Rivers, die läuft ja ab morgen wieder im Let's Play. Ich bin ja auch auf dem Let's Play Safe Game und wollte aber einfach mal was testen. Das dient halt dafür, dass dann für zukünftige Spiele ich so ein bisschen die Richtung besser einschlagen kann. Und dafür brauchen wir natürlich ein bisschen Geld. Ich muss immer nur aufpassen, dass ich es nicht aus Versehen aus Reflex speichere, denn dann wäre unser schönes Safe Game versaut, ne? Denn da wird ja nichts ercheatet, wie ihr wisst. So, ansonsten kann man so schnell Geld bekommen. Und ich springe mal mit der Zeit ein bisschen vor. Wartet mal. Das ist nämlich auch gerade hier ein bisschen doof. Wenn das irgendwas mit Mietzeiten steht, das interessiert uns alles überhaupt nicht. So. Ja, also ich wollte mal heute zur Probe hinstellen, das Sägewerk. Und ich dachte, hey, das muss doch hier irgendwie auf den Hof passen. Also entweder, ja, hier wäre auch nicht schlecht, ne? Ich kann es ja mal schauen, ich fahre mal den Traktor hier zur Seite. Das Geräusch nervt von dem Ding hier. So, wir müssen dann zu platzierbare Objekte. Und hier, das tolle Sägewerk, das hätte ich gern. Können wir uns aktuell nicht leisten, aber wie gesagt, wir gucken mal, was wäre, wenn. Also hier im Wasser wäre es doof. Aber. Wartet mal. Kann ich denn das Ganze jetzt drehen beim Lenkrad oder was? Mist. So ist verschieben. Ja, ich habe das sonst immer mit dem Controller gemacht. Und deswegen stehe ich gerade auf dem Schlauch. Warte mal. Kann ich denn. Der spinnt ja hier total rum, ne? Ich hoffe, er stürzt mich nicht ab. Deswegen mache ich es nochmal. So. Wie geht wohl die Rotation? Hiermit? Auch nicht. Nee. Ich hab's hingestellt, yippie. Ach Mann, das war doch jetzt blöd. Also ich glaube, es wird auch hier gehen irgendwie, ne? Es wird mir auch besser gefallen. Aber für Testzwecke lassen wir es jetzt einfach mal da stehen. Also wenn ich jetzt das wirklich hinbauen würde, dann würde ich mir das hier so schön irgendwie so hinfrickeln. Ich muss nochmal. Eigentlich müsste ich jetzt gucken, wie man es. Ist ja jetzt hier eigentlich das passende Format dafür, um das gerade zu testen. Da steht ja Nil rotieren, aber was ist denn bitte Nil? Oh. Da habe ich 19. Oh. Wenn es jetzt hier stehen würde. Das ist nicht das. Da geht's nicht, da geht's nicht. Ich habe schon wieder eins hingestellt. Ich drehe gleich durch. Gut, egal. Wir verkaufen mal wieder welche, weil das sieht dann gleich irgendwie doof aus, ne? Garage. Hier. Verkaufen. Weg. 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 Jetzt habe ich keins mehr. Man hätte es auch verschieben können, sehe ich gerade, ne? Das ist mir jetzt auch neu. Mein Shop. Gut, wir machen das jetzt einfach jetzt mal. Da ist ein Busch. Müssen wir es so machen. Okay. Ich glaube, so gefällt mir das.
So, hier ist das gute Stück. Ich glaube, hier laden wir ab. Wobei, was mir auch noch fehlen würde, wenn das Ding denn, wenn wir das machen, das Ganze, ist hier diese spezielle Palettengabel, ne? Die habe ich auch noch nicht. Gut, und da müsste man hier jetzt Holz rankarren. Und irgendwo kommt dann auch die Späne raus. Das war doch dann... Der Platz ist gar nicht so schlecht, ne? Hier, genau. Gut, da müssten wir mal was einkaufen. Und zwar hätte ich nämlich auch ganz gerne so einen Container. Da wollte ich das einfach mal mit testen. Kipper... Dann brauchen wir den hier. Welche Farbe ich auch gerade immer gewählt habe, ich habe keine Ahnung. Und dazu würde ich mal eine Mulde nehmen. Ja, und die Mulde würde ich in... Ach, nehmen wir einfach grün, ist ja egal. Ist ja Wurst. So, und dann bräuchten wir einen vernünftigen Frontlader. So, wir nehmen es einfach mal, wie gesagt, ich will da jetzt nicht groß rumprobieren. Wir nehmen mal den T6. So. Und dazu dann halt den Frontlader, ne? Zack. Und bitte die Poltergabel. So. Ach, den hätte ich ja auch noch. Ich hätte den nehmen können. Egal. Der hat ein bisschen mehr Power. Oh, sehr schön. Den Traktor. Gut. Hängen wir den Kram an dran. Hm? Für die, die ihr später eingeschaltet haben, es ist halt wirklich nur ein Test. Und ist jetzt nicht aktuell im Let's Play. Ne? Gerüchte entstehen. So. Der Tom cheatet nur noch. Nee, würde er nicht tun. Ja, das Ding hier in Weiß ist auch Geschmackssache, sicherlich. So. Jetzt müssen wir noch versuchen, den hier drauf zu bekommen, den Container. So. Das Ganze wieder draufziehen, so ein bisschen schräg, das klappt schon. Das ist doch ganz schön groß, das Vieh, ne? So, und da ich mal gerne das Tor mal wieder auf hätte hier regulär. Noch mal ein bisschen Zeit. So, perfekt. Wieder geöffnet. Denn das nervt ja auch mal so ein bisschen. Will ja nicht immer durch den Busch fahren, ne? Ich hoffe, ihr habt noch Spaß an diesem Format. Und wenn nicht, einfach mal unten drunter schreiben. Vielleicht stelle ich es dann ein. Ja. Man kann es ja probieren, YouTube. Ich bin ja lernfähig und man kann auch mit mir reden. Kein Problem. Da können wir ein bisschen sputen, dass uns die Zeit nicht wieder wegkommt. Und vor allen Dingen... Ich hasse Tom wieder falsch. Nee, alles gut. Hier kannst du langfahren. Ich habe hier letztes Mal schon gefragt, bisher hat noch keiner was dazu gesagt, wie euch das überhaupt gefällt mit den drei Kartenprogramm, sage ich mal. Ja, also nochmal die aktuelle Planung. Ich werde es
noch ein paar Mal erwähnen. Montag, Dienstag, Basic Profonte. Mittwoch kommt dann ein Spezial, so wie jetzt hier, oder eine Mod-Vorstellung oder so. Und Donnerstag, Freitag kommt dann hier die Two Rivers. Und Samstag würde ich vielleicht sogar mal einen Tag LS-Pause machen. Also würde ich mir frei halten. Entweder kommt dann mal ein Special oder nix. Und, also kommt schon was, aber dann vielleicht kein LS. Und am Sonntag dann die Originalkarte Bjornholm. Hier von oben dran, ja. So. Natürlich noch diverse andere Projekte, die alle noch weiterlaufen. Unter anderem wird noch laufen, auf jeden Fall ETS 2 läuft weiter und auch von diesem U-Bahn-Simulator Subway-Dings, ich weiß nicht auf den Namen, der läuft auf jeden Fall auch weiter. Ne? Also da hatte ich jetzt, glaube ich, eine Woche oder so Pause. Aber da muss ich nochmal ran. Ich wollte da auf jeden Fall nochmal die Missionen. Die wollte ich mal mit euch zusammen durchspielen. Gut, also den Container hätte ich jetzt gern hier dran und den würde ich ganz gerne reinschieben. Das wäre jetzt auch so ein geiles Szenario, finde ich, wenn man jetzt mehrere Container hat. Ja. Und die dann halt füllen und dann mal stehen lassen und gucken, wie sich die Preise entwickeln. Gut, klar, man könnte es auch ins Lager packen. Ja, geht auch. Aber lasst mich doch auch mal, YouTube. So. Schieben das Ganze dann gleich mal nach hinten. Ich hoffe, das funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Sonst muss ich ihn dann nochmal hochnehmen. Er hat ja hinten Rollen dran, ne? Aber... Tom, ich glaube, das wird nix. Ne, nehmen wir nochmal hoch. So. Musst du ja da unter das Rohr passen, ne? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Nein! Mal abkoppeln, bitte. Ja, klar, den Anhänger. Nein, natürlich nicht den Anhänger, sondern die Mulde. Mal durchschalten. So, jetzt. Jetzt kannst du mal wieder rein. Gut, dann schieben wir den erstmal zur Seite. Ich muss ja nochmal gucken, ob ich überhaupt ein Gewicht hier da habe. Also der kommt hier rein auf jeden Fall. Mit dem Gewicht habe ich gerade vergessen. So. Was ja auch noch aktuell ist, hoffe es nervt nicht, weil wir noch den zweiten Kanal, wo jetzt so ein bisschen mehr Action in Anführungszeichen, da läuft halt zum Beispiel aktuell GTA 5 und South Park. Würde ich euch auch gerne mal dazu einladen. Ich habe es mit Absicht, also getrennt, aber da werden wir nochmal bei ETS 2 drüber reden. Einfach um Leute nicht zu nerven, damit die damit halt nichts am Hut haben wollen.
So, jetzt habe ich ein Problem, ich habe kein Gewicht hier. Aber warte mal, der Hurleyman hat doch eins drin gehabt, ne? Dann nehmen wir doch das einfach. So. So, den stellen wir mal jetzt zur Seite. Okay. Also mein blöder quietschender Stuhl, das bitte ich nochmal zu entschuldigen. Das nervt mich echt immer mehr und ich guck mal, nicht jetzt zu Weihnachten einholen, aber ich glaube demnächst muss ich mich da echt mal umschauen. Das ist wirklich, kannst du nicht vernünftig arbeiten. Das ist wirklich sehr nervig. So, Mietvertrag, wie gesagt, einfach gar nicht beachten. Ich denke mal, wird auch gleich wieder ausgeblendet. So, jetzt müssen wir leider ein bisschen sägen. Dient ja auch, wie gesagt. Nur mal zum Testen. Ich wollte dann einfach mal sehen. Mal selbst ausprobieren, wie das Ding dann funktioniert. Mit den Containern, das finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Das macht eigentlich auch Spaß dann mal. Wieder mal was Neues, ne? Nicht immer den gleichen Kram. So, pass auf. Hier muss ich mal gucken, wie kriege ich jetzt die Poltergabel auf? Ah ja. Ich glaube, jetzt hierfür wäre gar nicht schlecht, diese Traktoren, dieses Gespann, was ich da runtergeladen habe, aktuell von Deutz. Zwar auch ältere Maschinen, aber mit der abgeflachten Schnauze, ich glaube, da könntest du das ganz gut sehen, ob der da jetzt vernünftig dran bist oder nicht. So, mit unserem riesen Ast hier, den ich fast selbst an der Kette tragen könnte. Schauen wir mal, was wir hier einfach so draufschmeißen können. Ist das hier der Trigger oder was? Ich weiß es nicht. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Das Ding läuft, glaube ich. Warte mal. Kann das sein, dass man hier erstmal Hackschnitzel reinpacken muss oder so, damit das Ding überhaupt läuft? Oder ist hier jetzt der Träger? Was kann ja auch nicht sein. Also hier müssten ja eigentlich die Paletten dann hinkommen, ne? Mist. Bin gerade überfragt. Das Doofe ist natürlich jetzt, dass ich keine Hackschnitzel da habe. Oh, ich glaube, der Baum ist hier falsch. Nee, doch richtig. Aber wie gesagt, das Ding wird nicht laufen. Das ist jetzt doof.
Na, jetzt habe ich auch ausgerechnet hier einen Spielstand, weil das, wir spielen das Ganze eher hier auf schwer. Und da habe ich nichts im Lager drin. Ne? Also ein Hackschnitzel. Mist. Habe ich nicht dran gedacht. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Zeit ist dafür noch ausreicht, dass wir uns jetzt hier noch. Warte mal. Du könntest ja probieren. Pass auf, versuch's nochmal. Dann nehmen wir jetzt einfach den Original-Jens hier. Obwohl, das ist ja auch wieder so ein Gemurks, ne? Aber das ist eigentlich ist egal. Ich glaube, wir brauchen nicht viel. So, machen wir mal so. Und, dazu dann. Natürlich einen starken Traktor. Da nehme ich einfach mal einen originalen. Und zwar hier. Nehmen wir mal das Ding. Der sollte ausreichen. Jetzt habe ich kein Geld mehr. Ach ja, verdammt. So. So schnell kommt man wieder zu Geld. Wäre schön, wenn es Mächtling auch so wäre. Was habe ich gesagt? Ein Traktor. Ja. So. Und das habe ich, Ja, nur einfach den kleinen Anhänger und gut ist. Ne? Könnten auch die Mulde nehmen, nur aber ich habe jetzt keine Experimente mehr machen. So, okay. Okay. Wenn ihr jetzt meine Gedankengänge hättet. So, liebe Leute, pass auf. Also, das war falsch. Beides geht mir die Zeit weg und ich... Egal. Fahrzeug zurücksetzen. Ja. Ich bin gespannt, wo der dann steht auf dem Hof. Was habe ich hier noch? Endmaschinengeräte. Zurücksetzen, jawohl. So. Da ist er. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge YouTube. Macht's gut!